Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Video hier zu unserem Angezockt. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, welches am 3. Juli 2020 hier auf Steam veröffentlicht wurde. Und das nennt sich Big City Rigs Bus Driver. So heißt der Titel und mir kommt dieses verdammte Menü schon übelst bekannt vor. Ja, auch die Musik und all so und dran kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich hoffe, euch jetzt bereits auch schon. Schon rein, wenn ihr dieses Menü seht, ja, müsst es bei euch schon längst Klick gemacht haben. Das Ganze wurde entwickelt von Icy Bytes Contendo Media und wird published von Cosmi Valusoft. Wahrscheinlich irgend so ein Abklatsch, so ein Wiederverwerter von Spielen, die vor 100 Jahren mal erschienen sind, bringt man jetzt neu auf den Markt mit einem neuen Namen. Und dementsprechend hast du dir ein Spiel gekauft, welches du bereits vielleicht schon zu Hause im Schrank auf irgendeine Computerbild-CD ja irgendwo hattest, kostenlos, ja. Verkaufen die jetzt hier nochmal für, ich glaube, 5 oder 10 Euro, irgendwie sowas war das Ganze. Wir werden es dringend trotzdem hier heute mal anschauen, damit ich euch warnen kann, dass ihr das hier vielleicht nicht kaufen solltet, wenn ihr einen topmodernen Simulator erwartet. Da kann ich jetzt schon sagen, könnt ihr jetzt schon abschalten. Wir gucken es uns an. Startgame, New Player. Ne, warte mal, machen wir mal hier Delete. So, ja, jetzt machen wir, ja, ja, Löcher. Wir machen einfach einen neuen hier und schreiben jetzt hier einfach ÖPNV. So, nee, V. Was ist denn hier mit meinem, was ist denn mit meiner... Hast du nicht hier. ÖPNV. So. Jetzt sind wir im Hauptmenü des Spiels. Es ist halt auch komplett einfach mal in Englisch. Ich glaube, damals war es sogar noch in Deutsch gewesen. Man hat es nicht mal geschafft, hier diese verdammte deutsche Lokalisierung hier mit reinzumachen. Ja, also sowas Faules, ja. Also es ist unglaublich. Wir haben $1,500. Und du hast keine Einleitung, du hast kein Tutorial oder sowas, wer braucht sowas schon? Ich weiß aber noch, weil ich es ja früher gespielt hatte, was du hier machen musst. Als erstes musst du dir erstmal einen Bus kaufen. Also holen wir uns jetzt einen Bus. Das sind die ganzen Busmodelle, die wir hier haben. Natürlich ist hier nichts lizenziert, ja. Also das wäre auch zu viel gewesen von dem Guten. Ja, wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen die Busdurche hier, das ist zum Beispiel ein MAN, eine Tigers Hybrid, der MAN Lion City, ja, dann macht man einfach einen Tigers draus. Puma Hybrid, ja, wüsste ich jetzt nicht, wo ich die jetzt hier, das ist wieder MAN, keine Ahnung, was das hier ist, das ist irgendein Reisebus Inferno, was haben wir hier noch, Tigers Town L, Cityliner, das sieht nicht mal ansatzweise aus wie ein Mercedes, das könnte, nee, das soll angeblich auch ein MAN sein, hier ist Mercedes, hier Big Town, das ist Mercedes, das erkennst du, achso, dieses Articulated Bus, das ist irgendeine Mischung. Kneeling Bus und so weiter und so fort. Gut, da wir ja nicht wirklich viel Geld haben, der Bus kostet gerade mal $1,000. Also, wenn ein Bus $1,000 kostet, dann weißt du, wo ich jetzt gerade mal bin. Ja, dann werde ich mir jetzt mal eben schnell einen Bus kaufen gehen. Das ist natürlich schon ein bisschen hart. So, wir wollen den Bus auch dementsprechend gleich aktivieren, weil es ist auch der einzige, den wir haben. Mehr ist nicht drin. Dementsprechend musst du erst noch auf Activate drücken, ne? Falls ihr den Bus dann gekauft habt. So, at Space können wir hier zum Beispiel uns ja einen Auftrag holen. Also praktisch Werbekampagne. Dann machen wir Campaign 3, ist nicht akzeptiert. Also müssen wir die erste Kampagne. Do you want to select this at Campaign? Ja, ja. Gut, haben wir jetzt... Posters have been put onto your buses. Also jetzt haben wir hier schön mit Werbefolge geknallt. So. Promo-Campaigns haben wir nicht. Ja, dementsprechend haben wir jetzt noch die Buslines, ja, wo wir hier verschiedene Linien fahren können. Es gibt Tageslinien, ja, wo wir hier ordentlich Knete bekommen. Die werden aber natürlich erst freigeschaltet, wenn du irgendwas Bestimmtes erreicht hast. Und dann gibt es noch diese Special Tours, ja. Und naja, wir gucken uns hier die erste Linie an. Dementsprechend Bus needed for CIS oder CIS Missions ist der Tigers Town oder der Tigers Hybrid. Los geht's. Achso, jetzt können wir hier noch ein Ticket einstellen. Naja, das brauchen wir nicht. So, und jetzt guckt euch die atemberaubende Grafik. Und ich habe schon naja, die High Quality Modus aktiviert. Geil! Das läuft super. So richtig schön in Zeitlupe.
Leute, da kommt ihr doch auch gleich Lust drauf, oder? Nein, wirklich? Steht ihr ernst? Naja, gut. Gefahren wird hier mit Pfeil hoch, Pfeil runter, ja, rechts, links. Also das ist schon so oldschool. Der Lenker war krass. So. Machen wir die Türen auf. Ah ja. Ah, ich verstehe, okay. Kann ich hier auch in den Bus rein? Control, how to play, Control 1. Ich würde gern rein. Ah, so geht das. Nee. Was ist hier lang los? Was ist jetzt drin los? Hier, los. Oh, okay. Ah, Cockpit. Nein. Das ist doch mal ein Cockpit, Leute. Übrigens, das Spiel ist 2020 released worden und hat gerade mal eine Auflösung von 1024x768. Es gibt auch noch 1600x1200. Spektakulär. So, ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss. Ah, man kann das abbinden. Oh, ich bin falsch gefahren. Na gut. Gibt eh kein Bordstein. Mit Taste M können wir eine Map öffnen. Das ist nicht mal 30 FPS. Also, das ist das, was ich euch vor Ewigkeit mal erzählt hatte. Das, liebe Leute, waren die ersten Bussimulatoren, die es gab, neben dem V-Bus-Simulator, ja? Also, V-Bus-Simulator war so Nonplus Ultra, hatte aber keinen KI-Verkehr, sah ein bisschen halt, sah noch altbackener aus als das Ding jetzt hier. Aber das lief damals schon so und das hat sich bis heute nicht geändert. Und mein System heute zu damals, das ist eine Steigerung von 200, 300, 400, 5000% oder sowas. Und es läuft immer noch so. Also weißt du ganz genau, das Ding, das ist so in die Hose gegangen. Ja. Wir haben keine Spiegel, ja, die Spiegel sind so als Deko dran. Cool. Wer braucht Spiegel beim Autofahren? Schon allein die Armaturen hier. Es ist fantastisch. Tickets verkaufen war hier eigentlich früher auch mal gewesen. Es war wahrscheinlich in den früheren Teilen oder späteren Teilen oder sowas. Das muss doch eine wirklich der allerersten Version sein von dem Bus-Simulator, die es damals gab. Wie gesagt, das wird jetzt als neues Spiel verkauft. Ich meine, das siehst du also auch so ein bisschen an den Bildern und Trailern, die ja da hier im Steam veröffentlicht werden müssen. Ja, wahrscheinlich leider Gottes. Boah, das ist jetzt auf einmal so schnell, weil hier nichts mehr geladen wird. Damals hatten wir echt eine ganze Reihe an Spielen rausgebracht. Da gab es den Postkurier-Simulator, den Postboten-Simulator, den halt sämtliche Bus-Simulatoren, die halt so in diesem Stil hier waren und so weiter. Und so. Es gab eine ganze Reihe von diesen Spielen und die sind eigentlich alle gefloppt. Ja. Mit sowas mussten wir uns damals in unserer Zeit mussten wir uns beschäftigen. Und ihr beschwert euch heute über OMSI, dass das schlecht läuft. Wenn dann in das hier, in your face, so, weißt du? Ich musste es holen, weil es halt einfach. Ich wollte es euch zeigen. Oh, wieder. Bäm. Das hat sich gelohnt heute im Tool hier. Ja, aber
das ist verständlich, dass ich dafür kein Let's Play mache. Ne? Also, das hätte er mir auch nicht böse, oder? Hoffentlich. So ein kurzes angezockt Video sollte hier eigentlich reichen, um, ich glaube, alles zu zeigen. Warte mal. Jetzt kommt's. Ah, schade. Also, haben sie weggemacht. Ich dachte, da wäre jetzt noch so der Werbebanner drin, aber ich krieg mir vorstellen, dass ich genau den habe. Ich habe mir einen Bussenrad gekauft, um halt meine Nostalgiewochen irgendwie mal irgendwann mal zu benutzen. Falls ich mal so Nostalgiespiele aufnehmen möchte oder sowas, dass ich das hier einfach nehmen kann und dann euch mal präsentieren kann, was wir da noch spielen müssen. Jetzt präsentiere ich euch, das wird ein nagelneues Spiel sogar noch. Eigentlich so ein Spiel, was du instant einfach kurz kaufst, kurz antestest und dann gleich wieder zurückgibst. Das ist halt so eine ganz, ganz böse Masche. Das sind nicht die Ersten, die sowas probieren. Damals war es noch eine Firma gewesen namens UIG. Die haben damals auch so Spiele von früher einfach nochmal neu verkauft, ohne dass sie da irgendwas dran verändert haben. Da sind sogar die gleichen Bugs drin wie von damals, ja. Die gehen natürlich davon aus, dass es nicht die Leute kaufen, die das halt schon mal früher gespielt haben, sondern dass es die neuen Leute, also ihr, jetzt praktisch kauft, ohne zu wissen, dass diese Spiele eigentlich kaputt sind, ja, verkaufen es einfach nochmal, damit sie halt nochmal da ein bisschen Geld bringen können. Haben sie wahrscheinlich irgendwo die Lizenzen bekommen, irgendwo wahrscheinlich bei irgendjemand, der jetzt gerade bankrott gegangen ist von diesem Billigfilm, denkt sich jetzt, er hat ein bisschen Schnäppchen gemacht und kauft den praktisch hier den Quatsch hier. Ja, so natürlich. Ja, aber wie gesagt, das musste ich euch leider präsentieren. Ne? Was? Ich habe keine Ahnung, irgendwas war jetzt gerade. Vielleicht war es auch einfach nur, dass wir es gerade geschafft haben. So ist aktiv. Jetzt können wir uns hier zum Beispiel nächste Partnerschaft nehmen. Und können auf eine neue Tour. Ja, aber die können wir nicht fahren, weil sie nicht da ist und mir das Spiel jetzt prompt abstürzt. Oh, Leute, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich sagte doch, es sind genau die gleichen Bugs wie damals drin und es hat sich bis heute nicht verändert. Ja? Und das musste ich euch einfach mal zeigen, dass ihr die Finger davon lassen sollt. Ja? Also seid's mir da, nehmt's mir bitte nicht übel. Und Walusoft, ich verstehe nicht, Walusoft, es waren damals die Leute gewesen, die hinter den heutigen Eurotruck-Simulator stehen. Ja? Das sind Menschen, die den Eurotruck-Simulator basteln, hier den neuen so. Und hast nicht gesehen, ja? Meiner Meinung nach war es Walusoft gewesen damals, viel, viel früher. Also es war nur damals ja noch mit 18 Wheels, mit der 18 Wheels-Reihe oder wie sie damals hießen. Und ja, dann hast du hier so einen Schmarrn hier, ja, also das kann nicht sein, Leute, das darf nicht sein. Deswegen, ich zeige euch auch gerne nochmal die Options, das ist alles, hier haben wir die Auflösung, 1280x1024 gibt es auch noch. Unten hier hast du den High-End-Modus, den drückst du rauf, da kriegst du eine Meldung, du musst neu starten. Nur startest du neu, ist der Modus immer noch nicht an. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Und sonst seht ihr, ist alles auf höchster Einstellung. Ich veräpple euch nicht, ja? Also wenn ich euch veräppeln wollte, dann würde ich was anderes spielen. Aber nein, das tue ich nicht. Ich will euch wirklich hier vor definitiv warnen. Gebt dafür kein Geld aus. Ich meine, wer sich von den Bildern hat nicht abschrecken lassen, ja, den tut es mir leid, dass er es denn gekauft hat. Aber das Video sollte jetzt wirklich jedem zeigen. Nein, kauft das ganze Ding nicht. Unterstützt nicht so ein faules Pack da draußen. Man hätte es hier locker schaffen können, dass man das Spiel zumindest in 60 FPS hinkriegt, dass man das Ding hier vielleicht sogar noch in Full HD hinbekommt, ja, dann wäre das alles kein Problem, ja, würde ich nicht meckern, würde ich sagen, okay, so 5 Euro, die sind gut angelegt, denn, weil man sich hier wirklich nochmal Mühe gegeben hat, aber hier nimmt man Schrott und verkauft diesen Schrott definitiv weiter in einem komplett anderen Namen, um den Leuten nochmal so richtig schön so
ins Gesicht zu spucken und zu sagen, so, es ist ein neues Spiel. Ja, also, finde ich persönlich, ist das eine Masche, die ist unter allerster Würde. Meiner Meinung nach, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare posten. Aber das ist mal wieder ein Video, das musste ich hier definitiv loswerden. Und wenn du sowieso schon geladen bist, dann sind so eine Spiele herzlichst willkommen. Ja, die nimmst du auseinander, diese Scheiße. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Und ja, wie gesagt, das war die Simulation vor 20 Jahren, die wir gespielt haben. Heute im komplett neuen Gewand. Für den gleichen Mist. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!